Hallo, willkommen zurück im LS19 am Freitag heute. Ich will ja keinem die Laune verderben, aber leider Freitag, liebe Schüler. Ich weiß nicht, wie es bei euch habt ihr dann, also bei uns in Rheinland-Pfalz ist es so, die habe jetzt, also mein Sohn hat am Montag, also mindestens am Montag, vielleicht sogar am Dienstag auch noch schulfrei wegen dem dabbischen Fasernachtskrempel da. Ist es bei euch auch so? Schreibt's mal in die Kommentare. Und schreibt's mal richtig rein. Schreibt's wirklich mal rein. Schreibt mir bitte was rein. Ja, auf jeden Fall. Ja, so schnell geht die Woche rum. Wie der Freitag. Für mich als Arbeitnehmer ganz geil. Allerdings diese Woche Bereitschaft, Abwasserbereitschaft. Es ist zum Dreschen. Keine Lust drauf. Aber vielleicht wird sich das ändern demnächst. Auf jeden Fall. Der Johnny ist noch am Grasmähen. Macht der richtig gut. Lässt nicht viel stehen. Ganz klasse. Ne? Sieht auch schön aus, diese rot, grün, gelb, ne? Das macht gute Eindruck. So, hier jene, der wartet auf seinen Einsatz. Ich würde sagen, den können wir losschicken, der soll schwaden. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, dass die beiden sich unterwegs irgendwo böse treffen. Ja, aber ja. Risiko. Erster, ciao, Bello. Hier, es reicht, wenn du vorne aufklappst, ne? Honk. Uiuiui. Ui. Ja, hätte ich ja gleich sagen können. Du bist der Hit, mein Freund. Du bist echt der Hit. Und langsam ergeht nicht, oder was? 10. Ah, danke. Und Kratzare, ne? So, unser Deutz. Ah, ja. Auf der letzten Bahn. Da haben wir die Sojabohne generell, die Einsaat komplett abgehakt. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das ist selbstverständlich. Ja, wir genügen. Nicht böse sein, ich vergesse euch nicht. Ja. Was kann denn der kennt man schon, ja, man könnte eigentlich mit dem Deutz dann den Ladewagen auf die Wiese schicken und John Deere dann das Gras vom Graslager ins Fahrsilo reinwatzen. Was haltet ihr davon? Na, sehe ich genauso. So, ich muss nur gerade mal gucken. Ich muss hier noch einen Timer einstellen, sonst wird wieder die Folge kurz oder lang oder was weiß ich oder alles drei. So. Timer läuft. Der Timer ist am Laufen. So, wir können mal schlinken. Das ganze Gebabbelte ist trocken. Unglaublich. Ja, ja, ja. Gut, am Sonntag kommen, wenn es alles klappt, haben wir wieder die drei Folgen Südhemmen. Da gehe ich mal stark davon, oder was heißt stark davon ausgehen, tue ich lieber mal nicht, aber da kann es passieren, dass wir schon wieder mit der Ernte beginnen können. Das wäre natürlich prima. Und dann könnten wir auch weitere Felder hinzukaufen oder noch irgendwelche Maschinen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich das hier machen soll. Das wird am Sonntagabend tatsächlich die 60. Folge Südhemmern sein. Unglaublich. Und ja, also macht weiterhin Bock. Wenn ich die Zeit weiterhin so hab oder so einteilen kann, wie ich es momentan mache, dann machen wir auf jeden Fall mal noch weiter. Die 100 sollte schon stehen. Es läuft ja ganz gut. CP ist ja am Start. Und es läuft auch gut mit CP. Gut, man hätte jetzt die Kanten auf scharf einstellen können. Man hätte alles erwischt, aber sei es drum. Du kannst ruhig weiterfahren, Clown. So, was machst du jetzt? Irgendwie hast du ja so einen Schaden, ne? Genauso hätte ich die Kurve auch gefahren. Du bist gleich ein Doubles, ey. Jetzt behauptest du auch noch ganz fresh, wir sind fertig. Und das große Eck nehmen wir noch mit, das ist ja Frischheit, ne? Hier zu behaupten, der wäre fertig.
Chaot. Was ist denn hier? Ach, die hatte Windemanöver, der was stehen lassen. Eieiei. Kerle. Wie gesagt, das kann man alles ändern, indem man beim Kurs generieren die Vorgewinde auf scharf stellt. Das heißt, dann wird er sehr wahrscheinlich hier die Ecke ausfahren, wird irgendein Windemanöver durchführen und die Ecke von hinten wieder anfangen zu drehen. So, mir reicht's. Der kommt zurück auf den Hof. Erst ein bisschen sauber machen natürlich. Und dann holen, also ich mache nur die Sämaschine sauber. Ich hole nämlich schon direkt den Ladewagen. Und dann fahren wir mal Gras hier ins Fahrsilo. Gibt es ja eigentlich auch nicht, ne, dass jemand mit 60 über so einen Hof ballert mit einer 9 Meter Porsche Bronto Sämaschine hinten dran. Nur hier im LS19. So schaut's aus. So, wo ist der Schnuddel? Gib mal her die Pistole hier. So. Also beim Spritzen ruckelt es also mal ein bisschen, ne? Normalerweise ist es genau umgekehrt. Aber ja, ich weiß nicht wieso. Sonst läuft eigentlich alles ziemlich rund bei mir am Rechner. Ist nicht der High-End-Rechner. Das war ein fertig gekaufter, relativ guter, Mittelklasse-Rechner. Läuft, reicht. Ich kann spielen und aufnehmen und nichts ist am Rumkacke. So, das kommt wieder in die Halle rein. Man könnte mal eigentlich hier aufmachen. Ne? Immer das Außen rumfahren, das nervt ja auch mittlerweile. Hier ist auch das Tor hoch genug, müssen wir eigentlich durchpassen. Hier geht es uff. Ah, natürlich geht es uff. Was ist denn das da? Brennholz. Okay, was ist das? Sieht aus wie ein Dachkommel. Was soll das sein? Irgendwelche Plische. Oh, ich hatte eben Brett vor dem Kopf. Habt ihr das gesehen? Ist nichts Neues, ne? Genau. So. Hier ins Eck und schäm dich. Ich bin ganz rot vor lauter Scham. So. Den Ladewagen, der dürfte eigentlich zwei Hallen weiter platziert worden sein. Und wenn ich ganz dabbisch bin, ja, wollo. Ach, da haben wir den Bergmann, genau. Ich war eben etwas verwirrt. Ich hatte so einen Fendt-Ladewagen im Kopf. Allerdings, der ist auf der Provence unterwegs. Falls jetzt bei den Südhemmern-Zuschauern auch welche dabei sind, die auch und oder wie auch immer die Niederbayern mit mir angefangen haben zu schauen und zu spielen, ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich habe ja damals auch gefragt, sollen wir irgendwie ein markenspezifisches Game Let's Play machen. Also ich habe ja die obere Glantal mit Case, habe hier auf der Südhemmern Mischmasch, was mir gefällt, und auf der Provence ist es Fendt eigentlich so gut wie ausschließlich, solange es möglich ist. Und ja, wie ich halt gerne wissen, wie man es auf den Niederbayern handhaben soll, auch bunt gemischt, was halt reinpasst, oder tatsächlich John Deere oder sowas. Ja, also ich bin da flexibel. Das einzige, was ich halt mir denke, der Steyr, der jetzt momentan standardmäßig dabei war, der gefällt mir halt auch ziemlich gut, ne? Und das finde ich schon schade, ehrlich gesagt, wenn der gehen müsste. Wiese zum Hof. Hof, Graslager, Hof. Und Hof, Wiese 1. Erster Punkt, please. Viel Spaß. So, Johnny ist fertig, haben wir gehört? Genau. Hast gut gemacht.
I'm so proud of you. Heißt das so? Klar. Ich weiß es nicht. Das hat sich auch jemand sehr gut einfallen lassen, ne? Die verschiedenen Schmutzfarben für Gras, Kalk oder Staub und Dreck. Das ist mal eine geile Idee. Gab es das auch im 17er? Ich hatte es nämlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es das gab. Oder ich habe es verteilt. Das kann auch haben. Kannst du haben. Kannst du alles haben bei mir. Ne? Hoppla. Na gut, den Kratzer sieht man jetzt. Das ist ja auch ein rotes Auto, ne? Hättest du gerne ein bisschen früher blinken, du Heini. Heck! Wenn jeder nur die erste Blinke anmachen würde, wenn er schon eine Lenke eingeschlagen hat, ey. Das Lenkrad meine ich natürlich. Frechheit sowas. Eine Blutfräche. Könnte ich gerade verrückt werden. So. Den Grasbab abschwenke hier. Ach, das ist so ein, ja. Sichelmähwerk. Logisch. Das darf ja nicht klein gehauen werden. Sonst wäre es ja ein Mulcher. So, die eine Seite hätten wir. Hoffentlich reicht bis zur anderen Seite. Oh! Ein Wunder! Hier ist es schon sauber. Und es war gar nicht schmutzig auf der anderen Seite. Das kannst du auch haben, gell? Oh, mir juckt der Fuß. Was heißt denn das? Gibt's Geld? Nee, du musst die Hand jucken, gell? Ha! Da gab's auch mal einen Spruch. Hier, hör schon mal, mir juckt die Hand. Ich glaub, es gibt Geld. Da sagte Anne, hier hast du mal, mir juckt der Arsch, ich glaube, die scheißen uns was. So, das ist sauber, das langt. Dann kann das wieder platziert werden, und zwar da am besten, wo es hingehört. Ja, Motor starten, wird Sinn machen. Reicht das? Aber hallo. Gut, dass der Türstoß hier keine Kolli hat. Und der ist echt eng geworden. Was machen wir mit dem? Achso, mit dem wollte ich das Gras dann fahren, genau. Mit jenem fahren wir das Gras von Graslager ins Fahrsilo. Oh, aufpassen, der Deutz kommt. Der Herr Deutz kommt. Platz machen. Imposante Erscheinung. Gibt's nichts. Ich werde aber nur mit dem Kröger Akkuliner fahren. Mit beiden das Ganze vergessen. Das wird nicht funktionieren. Man könnte aber etwas testen. Leute, das machen wir noch schnell. Das will ich mal kurz ausprobieren. Vielleicht könnt ihr euch durch Anklicken dieses Icons hier schon denken, was ich vorhab. Müsste ja so funktionieren, ne? Irgendwie, so. Keine Ahnung. So. So oder so? So. So müsste es eigentlich funktionieren. So, wir machen mal hier Beginninge.
Mensch, noch nicht mal das Gras in Silofarm wieder selbst machen. Doch, will ich selbst machen. Ich möchte aber ausprobieren, ob es auch möglich wäre, es nicht selbst zu machen. Versteht es doch. Jetzt bin ich nur hoffen, dass hier nicht aus Versehen abgeladen wird. Wir machen das hintere voll zuerst. Und auch Daumen drücken, dass er hier das als Abladestelle erkennt. Sonst fehlt er einfach im Kreis. Müssen wir es wirklich selbst machen. Oh nö. Gras, bitte. Gras. Unbegrenzt, natürlich, bis es leer ist. Seht ihr immer fest, ne? So, starte, erster Punkt und stopp. Ah ja. Das geht schon mal. Ich speichere es mal ab. Gras. Lager. Zum Fahrsilo. So, jetzt bin ich mal geflitzt wie ein Spannebo, gespannt wie ein Flitzebo, ob der das auch schön macht hier, ne? Dass er es auch ablädt. Er lädt schon mal den Tier beim Kühen ab, das ist schon mal sehr von Vorteil. Abladestelle erreicht, er hat es erkannt, das ist prima. Seitlich, ja gut, wie du lustig bist, das ist mir völlig egal. Wie du das ablädst, hauptsächlich lädst du es ab. Ah ja. Scheint zu funktionieren. Jetzt werden wir mal schauen, ob er auch bei der zweiten Runde alles richtig macht. Ich glaube, der Weg hätte nicht kürzer sein dürfen, sonst wäre der Anhänger nicht mehr zusammengeklappt, bis wir da sind. So, mach langsam, du musst gleich geladen werden. Mach langsam. Das ist zu schnell, du Honk. Ja, Trottel. Und jetzt? Ja, und jetzt? Was machst du jetzt? Guckst du dumm, ne? Fährst du gerade noch weiter, das sagst du. Also, müssen wir hier gucken, dass er nicht schneller als 30 Fleisch fährt. Wenn ihr Bock habt, das probieren wir jetzt gerade nochmal aus. Weil im Prinzip läuft's, aber er war zu schnell. Er ist einfach zu eifrig, zu hektisch, was weiß ich was. So, erster Punkt, bitte sehr. Fahr mal vor. So, das macht er. So. Kleinen Moment Geduld. Gleich geht's weiter. Ich sitze jetzt genauso davor wie ihr auch. Ich will jetzt sehen, ob es läuft. Lalalala. Ja, Multiplayer-mäßig würde ich auch gerne was ausprobieren. Mein Problem ist halt nur, von meinen Kollegen ist keiner fähig, sich das Programm zu holen, beziehungsweise hat auch keiner einen passenden Rechner. Oder auch kein Interesse. Logisch, gibt's auch. Und von meinen ganzen Bekannten, keine Zeit und LS19 wirklich. Und oder halt, wie gesagt, hier auch der Fall, kein Rechner. Schade. Ich habe einen Kollegen, der würde wahrscheinlich gerne mal mitspielen, Multiplayer-mäßig. Der ist auch gewillt, das Spiel zu kaufen. Allerdings hat er ein Riesenproblem. Der hat sich Komponenten bestellt, PC-Komponenten zum Selbstzusammenbauen. Hat sie dann einem Kumpel überlassen, oder mehreren Bekannten überlassen. Die haben gesagt, wir können das, haben wir drauf, kein Thema. So, dann war er zusammengeschraubt, kurz vor Weihnachten. Das Ding läuft, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, und dann bricht's ab. Funktioniert sehr schön. Und das ist sehr schade, weil wir haben mittlerweile Ende Februar, unser Rechner läuft immer noch nicht.
Also entweder hat er die falschen Komponenten gekauft. Ich habe keine Ahnung. Ich habe damals schon gesagt, kauf dir einen fertigen Rechner. Wenn du nicht selbst weißt, was du machst, kauf dir einen fertigen Rechner. Die sind auch gut und auch nicht teuer. So, liebe Leute, bevor ich wieder in die Überlänge gehe und tierisch überziehe, wir haben festgestellt, reduziert man die Geschwindigkeit, ist auch das Gras abfahrenbereit. Oh, war der schlecht. Ne, er hat jetzt aufgeladen, er lädt hier ab, wunderbar, funktioniert. Wir gucken gerade nochmal nach den anderen. Der ist noch am Schwaden, hat auch gepackt. Da haben wir jetzt auch Glück, jetzt kann es nicht passieren. Interessant, interessant. Was war zuerst das Ei, das Huhn? Beziehungsweise der Deutsche, der John Deere. Jetzt hoffe ich nur, dass der Schniebel nur ablädt. Bevor ihm der John Deere hinten in die Karosse reinballert. Das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. Verpiss dich. Huh. Glück gehabt. Alles klar, Leute. Dann danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch ein Abo. Würde mich beides sehr freuen. Und haut mal in die Kommentare irgendwas rein. Auch wenn da nur steht, was machst du für ein Mist, du Affe. Egal. Hauptsache steht was drin. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.